Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Sie suchten also an, Berlin zu verlassen. Vitamine, freie Jagd. Getroffen. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Vitamine. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Haben verstanden. Da reißen Sie den. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Verstanden. Greifen an. Feiglinge! Hervorragender Schuss. Dann soll die Armee kehrt machen. Hab ihn. Halt auf. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Negativ! Sie ist ohne Ehre! Verflucht, diese verdammten Schweine! Sie sind Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Da reißen Sie nicht! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Bin gleich da. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Ich bin getroffen! Stalin! Verräter, Versager! Allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Stalin! 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 Dann soll die Armee kehrt machen! Feiglinge! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Fegelei! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Fegelei! Vitamine, zurück zum vorherigen Wendepunkt. Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner meiner Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Starten Sie die Helium-3-Triebwerke. Jetzt. Triebwerke starten. We'll be right back.
Geschütze laden. Time. To fuck back. Geschütze feuerbereit? Ja, mein Führer. Aber die Erde ist auch unter dem Horizont, auf der anderen Mondseite. Wir können nicht schießen. Vollmond war gestern. Dann machen wir uns eben einen neuen Horizont. Feuer frei. Die Front in Breiter.